Dieses Video wird unterstützt von PK Pro, deinem Hobbybaumarkt. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung und nutzt den Link bei eurem nächsten Einkauf. Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einem neuen T-Basics. Heute kümmern wir uns mal um den 3D-Drucker, denn der ist kaputt. Wir müssen das Display tauschen. Ja, herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Ja, irgendwann passiert das dann einfach mal. Das Display ist kaputt. Und ich dachte mir, Mensch, das ist vielleicht ein ganz cooles Video eigentlich. Kann ich euch eigentlich mal zeigen, wie das geht. Denn das geht eigentlich relativ schnell und simpel. Denn es ist gar nicht so schlimm. Ich hatte mir das auch sehr, sehr heftig vorgestellt. Dachte mir, das wird problematisch. Denn ich habe das bei diesem Drucker schon mal getauscht. Und ich habe super Support von Elego bekommen. Ich habe natürlich auch noch Garantie auf den Drucker. Und mein Display war kaputt. Tatsächlich. Und dann habe ich ein neues Display bekommen, habe das eingebaut und es funktionierte leider nicht. Habe dann aber mit Elego hin und her und wir haben dann herausgefunden, dass das Display, was ich wohl bekommen habe, gebrochen war irgendwie. Das konnte man nicht sehen, aber die haben mir gesagt, okay, das ist so. Und dann habe ich denen das auch natürlich geglaubt, weil es hat natürlich nicht funktioniert. Sie haben mir jetzt ein neues Display geschickt und ich würde sagen, wir werden das jetzt mal gemeinsam einbauen, denn es ist gar nicht so schwer. Ja, das geht also relativ zügig und einfach. Als erstes müssen wir an dem Saturn diese Klappe hier öffnen. Ihr habt hier den USB-Anschluss mit dran. Ihr habt natürlich auch das passende Werkzeug damals mitgeliefert bekommen. Hierfür nutzt ihr den kleinen Schraubenschlüssel bzw. Imbusschlüssel und löst erstmal alle vier Schrauben, damit ihr diese Klappe entfernen könnt. Nachdem ihr nun alle vier Schrauben gelöst habt, hält die Klappe noch an einem Klebestreifen, der ist hier oben befestigt, aber das könnt ihr einfach rausziehen und ihr seht, hier ist so ein Klebestreifen, der quasi die Klappe hält. Nun habt ihr die Klappe offen. Ihr könnt nun in das Innere hineinschauen und das Kabel, was wir nun gleich lösen werden, ist dieses große Kabel hier. Das machen wir aber erst gleich, denn als nächstes lösen wir die oberen Schrauben, das sind ein paar mehr. Und zwar haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schrauben. Die müssen wir lösen, damit wir das ganze Gehäuse öffnen können. Ja, die Schrauben des Gehäuses sind nun auch alle gelöst und wir können das quasi jetzt schon abheben. Das, was wir nun machen, ist das Display von dem Klebeband quasi, beziehungsweise das Klebeband hier entfernen. Da ist meistens eigentlich immer neues Klebeband mit dabei, wenn ihr ein neues Display von Elego bekommt. Das heißt, ihr könnt das hier auf jeden Fall entsorgen. Nachdem ihr das Klebeband entfernt habt, könnt ihr nun das Display rausnehmen, obwohl das auch Geräte, ja, ich denke mal serienmäßig abhängig ist. Bei mir ist es tatsächlich nur mit einem doppelseitigen Klebeband quasi hier am Rahmen ein bisschen fixiert. Bei einigen habe ich gesehen, gibt es auch noch so eine Leiste, die mit Schrauben fixiert ist. Die müsst ihr einfach nur lösen und dann könnt ihr das ganz leicht entfernen. Als nächstes müsst ihr das Kabel von der Platine hier lösen. Das ist ein bisschen kompliziert und zwar ist das hier so ein ganz kleiner Kippschalter hier drin. Ihr werdet es wahrscheinlich so gut wie gar nicht sehen, weil es jetzt auch sehr dunkel ist. Es ist aber so ein ganz kleiner Kippschalter, den einfach hochklappen und dann könnt ihr das Kabel einfach entfernen. So, und jetzt habt ihr auch schon die Möglichkeit, direkt das Display herauszunehmen und das neue einzubauen. So sieht das Ganze dann aus, wenn ihr ein neues LCD-Panel bekommt. Das ist also hier in einer schönen Verpackung, auch geschützt eingepackt. Hier haben wir jetzt nochmal einen Schutz. Dann haben wir hier das Display, was hier drin verpackt ist. Allerdings ist das hier schon etwas verrutscht. Das ist nicht so schön. Dann immer mal so ein bisschen kontrollieren, ob das irgendwie gebrochen ist, gerissen ist, durch den Transport vielleicht. Aber das sieht jetzt erstmal ganz gut aus. Das werden wir gleich nochmal ein bisschen reinigen auf jeden Fall. Ihr seht, das ist auch auf jeden Fall schon direkt mit dabei. Dann haben wir hier das Kabel, was neu befestigt werden muss. Und hier habt ihr auch genau nochmal beschrieben, wo was ran muss. Screen und Board. Das ist ganz wichtig, dass man das nicht vertauscht. Das müsst ihr dann auch genau so anbasteln. Und hier habt ihr noch einen kleinen Umschlag. Und hier ist noch ein bisschen Zubehör dabei. Wie zum Beispiel das Klebeband, was oben drauf kommt, um das zu fixieren. Und eigentlich, genau, hier ist das doppelseitige Klebeband. Das sind ganz dünne Streifen. Die werden quasi in den Drucker nochmal reingeklebt, damit das Display nicht verrutschen kann.
Ja, mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das heißt, wir besorgen jetzt erstmal ein bisschen Reinigungsmittel, um das Display einfach richtig schön zu putzen. Von der einen Seite, von der anderen Seite machen wir das noch nicht. Das machen wir erst, wenn es quasi verbaut ist. So, als erstes löse ich jetzt erstmal hier diese Schutzfolie. Gucke mir das Display nochmal genau an, gucke, ob hier irgendwelche Beschädigungen dran sind. Nehme mir nochmal ein Tuch mit ein bisschen Fensterreiniger, wische hier auf jeden Fall nochmal rüber, um jetzt mögliche Staubpartien, Haare, was auch immer jetzt hier anfallen kann, zu entfernen. Und packe jetzt als erstes, beziehungsweise befestige jetzt als erstes das Kabel hier dran. Öffne hier diesen Mechanismus. Der wird, wie gesagt, nur nach oben geklappt. Nehme mir dann das Kabel, führe das Kabel ein mit der Screen-Seite und klappe diese kleine Plastikklappe wieder runter. So, das Kabel ist befestigt, funktioniert. Im nächsten Step nehmt ihr euch diese kleinen doppelseitigen Klebebandstreifen und klebt die in den Drucker mit ein. Nun schnappt ihr euch euer Display, führt das Kabel hier durch den Schlitz durch. Ebenfalls auch diese große Platine und setzt das Display ein. So, das sitzt jetzt erstmal. Nun müssen wir zum Schluss nur noch das Kabel wieder hier unten befestigen. Und das ist jetzt so ein bisschen fummelig. Wir haben zwar ein bisschen Spielraum, aber trotzdem ist es recht eng hier drin. Auch hier habt ihr die Seite natürlich noch hochgeklappt. Wenn sie wieder runtergeklappt sein sollte, auf jeden Fall wieder hochklappen, weil sonst könnt ihr das nicht einführen. Und dann einführen und einfach schließen. So, das war's schon. Es sitzt auf jeden Fall fest. Jetzt können wir hier oben die Schutzfolie entfernen. Und ein neues Klebeband natürlich brauchen wir jetzt auch, weil wir müssen das ja jetzt wieder fixieren. Das Klebeband unten drunter hält jetzt nicht so wirklich gut. Aber das fixiert das auf jeden Fall. So, Display ist fixiert. Jetzt könnt ihr wieder alle Schrauben draufsetzen. Wir fangen hier wieder mit den obersten Schrauben an. Die werden wieder alle nacheinander festgezogen. Macht es nicht zu fest, aber auf jeden Fall schön, dass auf jeden Fall alles sitzt. Und anschließend nur noch die Klappe drauf. Ja, und dann wäre er ja schon wieder einsatzbereit. So, er ist hoffentlich endlich wieder heile. Ich habe das neue Display verbaut. Das ging jetzt wieder sehr, sehr fix. Ihr habt es gesehen, ihr müsst einfach nur ein paar Schrauben lösen, die Klappe hier aufmachen. Das ganze Ding kann man dann super hochnehmen. Einfach die Kabel ziehen, dann das neue Display rein, Kabel wieder rein, Klebeband drauf, neu verschrauben und schon ist das erledigt. Also ich hatte mir das bei meinem ersten Versuch auch sehr, sehr schwierig vorgestellt, als ich dann gehört habe, ja Mensch, du musst das Display tauschen, dachte ich, oh mein Gott. Habe ich natürlich Thomas erstmal angerufen und gefragt, Mensch, sag mal, hast du schon mal ein Display getauscht, ist das schwierig? Und er meint so, ja, eigentlich nicht, es ist ein bisschen fummelig, aber das geht schon. Okay, wo ich dann nur fummelig gehört habe, dachte ich, oh, fummelig ist nichts für mich. Aber ich muss sagen, das ging super einfach. Also, habt keine Angst, wenn ihr ein Display tauschen müsst. Das geht super cool, super schnell, super einfach. Und falls ihr Garantie auf eure Geräte noch habt, dann meldet euch auf jeden Fall bei Elego und die schicken euch direkt ein neues Display zu. Also bei mir hat das jetzt zweimal sogar gut geklappt. Super schnell ging das auch, keine Komplikationen mit dem Support an sich. Die haben sich da auch nicht blöd oder quergestellt. Also von daher nochmal fetten Dank an Elego. Danke, dass ihr das gemacht habt. Auch ein zweites Mal. Und ja, ich werde den Drucker jetzt wieder anschließen. Ihr müsst ihn natürlich jetzt wieder komplett neu leveln. Das ganze Gerät natürlich neu ausrichten. Und dann werde ich mal den ersten Testdruck machen. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich mal den ersten Testdruck nach dem Displaywechsel mal in der Insta-Story posten. Dann könnt ihr sehen, dass das Ding auch wieder funktioniert. Ja, ich hoffe, ihr konntet damit ein bisschen was anfangen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei einem unserer nächsten Videos hier auf dem Kanal. Bis bald und tschüss.